Kurze Frage, darf man die ansprechen oder? Also das werde ich ja wahrscheinlich die letzten Tage schon mitbekommen haben. Ja, man darf die ansprechen, also es ist auch nicht so, als würde er sich da reinstellen und dann komplett sturgerade ausschauen. Nein, er steigt ein und er geht aber offensichtlich davon aus, dass du weißt, wer er ist. Und er guckt dich so ein bisschen von der Seite an, mustert dich und meint dann noch, Praktikantin, oder? Ganz genau, schön, dass Sie es erkennen, Mr. Trump. Oh, ah, ja, schon in Ordnung. Eric, er reicht dir so ein bisschen, er reicht dir seine Hand. Würde ich halt meine Hand, also würde ich halt schütteln und Kate der Name. Ja, Kate, wie noch? Kate Warren. Er gluckst so ein bisschen wieder vor sich hin. Aber nicht mit Elizabeth Warren verwandt, oder? Nee, mit dem habe ich nichts zu tun. Gut. Das würde mich auch wundern, weil sie ja Demokratin ist und sie bestimmt nicht, oder? Sonst wären sie ja nicht hier und würden meinem Dad helfen. Nee, mit denen habe ich nichts zu tun. Sehr gut, sehr gut. Und was machen Sie so, außer Pakete abholen? Ich kümmere mich um die Telefonate, um Geld ranzuholen für die Kampagne. Wie läuft das so? Manche wollen halt spenden, manche nicht, aber insgesamt habe ich ein eher positives Gefühl. Du merkst, dass er dir immer weniger zuhört und sein Blick sich langsam nach vorne wendet in Richtung der blank polierten Tür, als würde er sich irgendwie, als würde er sein ganz schemenhaftes Spiegelbild in der Tür so ein bisschen bewundern. Wie reagierst du darauf? Ich würde dem Blick mal folgen, ob Ja, da irgendwas. du siehst da so sein verzerrtes Spiegelbild in der blank polierten Tür des Fahrstuhls. Da sieht er natürlich noch schlaksiger und unförmiger aus, als er das ohnehin schon tut. Sein Gesicht ist irgendwie nur wie so eine verwischte Narbe. Man kann gar nicht richtig seine Züge erkennen. Dein Spiegelbild hingegen ist irgendwie sehr viel klarer als seins. Ich würde mir an die Stirn fassen und den Blick davon abwenden und eher beschämt zu Boden schauen. Du suchst du da noch das Gespräch mit ihm oder? Nee. Ja, irgendwo zwischen dem 35. und dem 39. Stock stellst du plötzlich fest, also er sucht auch nicht mehr das Gespräch zu dir. Er hat so ein paar Smalltalk-mäßige Fragen gestellt, aber da du auch nichts sagst, irgendwann herrscht völlige Stille, völliges Schweigen und du hast dich so, ja, so abgewendet so ein bisschen und versuchst irgendwie diesem verschwommenen Spiegelbild ein bisschen zu entgehen und du spürst plötzlich so ein Gefühl von Nähe, so als würde er viel zu nah an dir dran stehen. Viel näher als er eingestiegen ist. Ich würde halt hochgucken und Ina steht da genau bei mir. Was sagen meine Augen? Du schaust so ein bisschen zu ihm rüber und er scheint auf einmal dich um mehrere Köpfe zu überragen und so, als würde er bestimmt 3/4 der ganzen Kabine in Beschlag nehmen mit seiner gewaltigen Statur. Du siehst so aus dem Augenwinkel so seinen Arm, der so ein bisschen sehr nah bei dir dran ist und dann spürst du so eine, ja, du spürst eine Hand auf deinem Arsch. Hat er dir gerade die Hand auf den Arsch gelegt? Ich schrei halt und sack auf dem Boden zusammen. Äh, Unter du, du, Bewusstsein. du sagst, du sagst auf dem Boden zusammen und ja, plötzlich ist es wieder normal. Er steht da und schaut dich ganz, ganz entsetzt an und alles in Ordnung, Miss Warren. Er reicht dir eine Hand und will dir aufhelfen, aber seine Hand ist plötzlich so geschwollen und unförmig, wie so ein aufgeblasener Ballon mit eiternden Pockennarben über den Handrücken, die sich überall ziehen und seine Finger, die sich dir so richtig entgegenwinden, wie Würmer. Das kann nicht real sein. Ich schließe meine Augen und schüttle den Kopf hin und her. Du, Das kann nicht real sein. der, du hörst, du spürst, wie der Aufzug plötzlich zum Stehen kommt und die Tür sich öffnet
und stammelnd, okay, ich muss hier raus, das ist mein Stock, und Eric steigt aus, und hinter ihm schließt sich die Tür wieder, und du stellst fest, dass ihr auf dem 38. Stock seid. Der Knopf ist immer noch gedrückt für den 52. Stock, wo ja eure Wahlkampfzentrale ist, und für das Penthouse. Ich würde erstmal auf dem Boden sitzen bleiben und darauf warten, dass der Fahrstuhl weiterfährt. Mich umgucken, ob alles normal aussieht oder ob weiterhin diese Hallus habe. Du schaust dich um und alles scheint ganz normal. In deiner Panik oder was auch immer hast du scheinbar das Wägelchen umgeworfen, wo das Paket drauf lag, und hast diese Dekoartikel, die da drin waren, so ein bisschen auf dem Boden verteilt. Ich würde versuchen, mich zusammenzureißen, den Wagen wieder richtig zu stellen und die Artikel wieder draufzuladen. Du sammelst die Sachen ein, und als du dann endlich auf dem richtigen Stockwerk 52 bist und die Tür sich öffnet, bist du gerade dabei, noch so die letzten Sachen einzupacken. Du kannst sehen, okay, da ist der Flur, der gewohnte Flur, direkt gegenüber ist die Tür zu eurer Wahlkampfzentrale. Du musst dich beeilen, sonst schließt sich die Tür wieder und dann fährt sie noch weiter nach oben. Ich beeile mich. Einfach raus aus dem Fahrstuhl, das Wägelchen mitnehmen, die letzten Sachen aus dem Fahrstuhl noch rauswischen, wahrscheinlich mit einem Arm, während ich ein Bein mit einer Tür halte. Du verdrehst dich so ein bisschen seltsam und versuchst, einen Fuß in der Tür zu halten, damit sie nicht wieder zugeht und dich noch weiter hinaufführt, und den letzten Krempel wieder in den Karton einzupacken. Dann schiebst das Wägchen nochmal raus, als du endlich auf deinem Stockwerk im Flur stehst. Bist du völlig aus Atem. kriegst kaum noch Luft, das Herz pocht und du bist komplett durchgeschwitzt. Was war das denn? Ich würde den Wagen in die Zentrale kurz reinbringen, aber sofort wieder rausgehen und mich meinem Schlafplatz begeben und erstmal hinlegen. Du legst dich hin und nach einer Weile kommen dann auch die anderen mit dazu. Alle legen sich irgendwann ins Bett, aber es ist spät. Für alle ist es sehr spät. Ihr anderen, nachdem Kate weggegangen ist, was macht ihr noch? Arbeiten und noch mehr arbeiten. Nehmt ihr überhaupt Notiz davon, dass irgendwann Kate blass wie die Leiche wieder zurückkommt, kurz die Deko-Gegenstände in der Ecke pfeffert und sich dann irgendwie auf ihr Zimmer zurückzieht? Ich würde ein bisschen kopfschüttelnd ganz kurz vielleicht noch einen Kommentar zwischen ein Telefonat machen. Hey, Kate, wir haben hier noch ein bisschen was. Als ihr weggeht, will ich aber nur, wie gesagt, noch einmal den Kopf schütteln, vielleicht auch so ein bisschen denken, ach, wir würden so nicht so viel machen, muss ich halt doppelt arbeiten. Ja, wenn sie Schluss macht, dann mache ich jetzt auch Schluss. Hm, Blake, bist du dabei? Na klar! Also John, hast du jetzt schon mal das Vierfache? Ray, du bist auch Schluss? Ich bleib noch ein bisschen hier. Na gut, dann macht das unter euch aus. Ja, wir haben noch ein bisschen was und überlegt mal, es ist schon wieder ein Tag vorbei und... Stimmt, und John Neuhaus ist immer noch nicht Präsident. Wahnsinn! Hey John, die anderen sind weg. John, mach ein bisschen langsamer. Na, wir können uns ausruhen, wenn der Wahlkampf vorbei ist. Wir schaffen es uns alles nicht. Überleg mal, unter 20%, wir müssen wenigstens jetzt schon die Umfragewerte erhöhen. Wir müssen doch irgendwas schaffen hier. Es kann doch nicht alles umsonst sein. Wir sind Praktikanten. Wenn das scheitert, dann nicht an uns. Und wenn du das zusammenbrichst, weil du überarbeitet bist, dann schaffst du gar nichts mehr. Ist doch ganz einfach. Oder? Ja, wir sind doch. Du hast doch gerade gesagt, wir sind noch jung und danach kann sich ausgeruht werden, bis wir umfallen, hätte ich was gesagt. Und du hast doch. General Pence gehört. Governor Pence. Überleg mal, wir sind wichtig. Hat er selbst gesagt. Hast du seine Rede eigentlich genau angehört? Ja, natürlich. Ja, warum fragst du? Das war doch eine wirklich inspirierende Rede, oder? Weiß nicht, mir kam es zwischendurch so vor, als wenn er sich irgendwie wiederholt hätte ein paar Mal, aber vielleicht kam es mir auch nur so vor. Was? Ich weiß,
Ich weiß nicht, also mindestens hast du nicht auch gemerkt, was das für eine Ausstrahlung war. Und es war einfach so, wirklich, jetzt, glaube ich, das haben wir gebraucht, oder? Ja, du bestimmt schon. Aber die anderen scheinen ja nicht so motiviert zu sein. Das kommt noch. Sicherlich. Ja, trotzdem. Mach ein bisschen langsamer. Wir sind jetzt im Endspurt. Wir haben das meiste geschafft. Ja, den Rest mehr wir können jetzt die da oben noch unter sich ausmachen. Ich gucke. Aber Endspurt heißt schon wenigstens schon Gas geben. Aber ich gucke schon. Ja, das finde ich ganz unrecht, aber es ist so wichtig. Ian, Ray, ihr alle, ihr seht auf der Uhr, okay, es ist 22 Uhr, es ist schon richtig spät. Andererseits liegt da auch immer noch ein Stapel mit Nachrichten und ihr habt auch immer noch auf der Telefonliste jede Menge Namen stehen. Ihr wisst genau, wenn ihr morgen früh aufsteht um 5 und um 5:30 euch an die Arbeit setzt, dann hat die sich sowieso wieder verdoppelt. Was macht ihr denn mit der Zeit, die ihr noch habt? Also ich werde mir den Laptop mitnehmen, mir eine ruhige Ecke suchen, den Laptop so ein bisschen an die Wand drehen und mir dann mit Kopfhörern Porno anmachen. Aber ein bisschen rüberschielen zu, Blake ist ja auch mitgekommen, Kate müsste da auch noch irgendwo sitzen. Vielleicht gucke ich Kate ein bisschen zu lange dabei an und immer mal wieder ein bisschen verstohlen rüber zu Blake, ob der irgendwas mitbekommt, ob der irgendwas bemerkt. Ja, deine und also Ians und Blakes Blicke treffen sich vielleicht ein bisschen zu oft, um Zufall zu sein. Während Blake da mit der Fanpost in einem Sessel sitzt und ein bisschen rumsortiert und halbherzig Standardantworten schreibt in den vorformulierten Sätzen, die aus dem Textbaukasten kommen. Ian, schaust du nur oder tust du auch was? Es kommt drauf an, inwiefern ich da jetzt meine Ruhe habe. Also ich würde es zumindest versuchen. Ich meine, immerhin bin ich jetzt schon ein paar Tage hier und hocke mit den Leuten aufeinander und irgendwann wird der Druck so groß. Dementsprechend, wenn da die Hand mal so ein bisschen am Bein lang wandert, jemand noch nicht gucken, den Laptop ein bisschen höher, dann ein bisschen reiben schadet ja nichts. Und da kann man sich immer noch mal rausreden, hat irgendwie gejuckt oder so. Ich habe ja gar nichts gemacht, aber... Blake, wie genau beobachtest du ihn? Ja, ich gehe mal davon aus, wir sitzen nicht bei Flutlicht da, sondern dass wir jetzt in einem Nebenraum schon ein bisschen gedämpfteres Licht haben. Dann sitzt er da, angestrahlt vom hellen Laptop-Display. Ja, schon des Öfteren. Frag mich, was er da macht und hinterfrage mich, warum er immer so schnippisch ist und schiebst dann auf den wenigen Schlaf, weil eigentlich war zu Beginn doch so nett. Aber wenn er herguckt, versuche ich ganz konzentriert, schaue ich auf die Unterlagen vor mir und schaffe aber dabei auch irgendwie nichts. Ian, was schaust du dir denn da genau an? Oh, das wird wahrscheinlich irgendwie am Anfang war das wahrscheinlich mehr so eine fixe Idee, so Jux und Dollerei mit irgendwelchen Schauspielern, es gibt da ja verschiedene Politiker, die dann so Double haben, irgend so ein Politiker-Porno und dann vielleicht irgendwie mal auf der Suche nach Ivanka Trump gewesen und dann werde ich mir wahrscheinlich irgendwie so einen MILF-Porn angemacht haben. Aber wie gesagt, immer mal wieder so einen Blick rüber zu Kate. Ob sie mir irgendwie in Arsch zugedreht hat oder vielleicht auch das Gesicht oder sowas, dass ich die Brüste bewundern kann. Irgendwie sowas. Und dann immer so ein bisschen schwankend und dann mal gucken, ob Blake dann doch wieder rüber schielt. Aber in der Dunkelheit kann ich ihn dann doch wohl nicht richtig ganz erkennen. Du findest da ein ganz interessantes Filmchen. Oder was heißt, du findest es? Du bist da nur so am Gucken und schaust immer wieder nach den anderen und schaust dann wieder auf deinen Bildschirm und hast gar nicht so recht gemerkt, was du da eigentlich angeklickt hast. Und dann, im Titel steht irgendwas von Tentakeln und das Bild sieht fast so aus. Also als hätte es eine Überwachungskamera aufgemacht, so ein bisschen so Nachtsichtoptik, ne? So grün auf schwarz.
Und da geht eine junge Frau irgendwie im Nachthemd, so ein halbtransparentes, halb durchsichtiges Nachthemd, geht so einen Flur entlang und wird von dieser Überwachungskamera aufgezeichnet. Ja. Geht einfach so, also der Flur geht so von links oben nach rechts unten, das Bild, und sie wandert da so durchs Bild. Und dann siehst du, wie so im Halblicht langsam sich so was Schwarzes an der Wand entlang schlängelt und sich dann so langsam am Rand der sichtbaren Bereiche des Lichtkegels von der Kamera siehst du es gerade so ein pulsierendes Tentakel oder sowas, das so langsam den Flur entlang geht und diesem Mädchen folgt, dann der nächste Blickwinkel ist nicht so wie von der Überwachungskamera, so schräg von oben, sondern ist mehr so von unten gefilmt, so von unten an dem Mädel hoch, sodass du fast, aber nicht so ganz unter ihr Nachthemd schauen kannst und dann wieder diese Tentakel, die sie verfolgen. Und beim dritten Mal hast du so ein Bild, so als würde es von der Wand aus gefilmt worden sein, aber so auf mittiger Höhe, so dass du jetzt zum ersten Mal richtig das Gesicht von dieser jungen Frau sehen kannst. Ist es Danielle? Ist es deine Kollegin Danielle? Also, während ich mir das so angeguckt habe, da hat das schon so ein bisschen meine Fantasie angeregt. Und ich habe mir da auch vorgestellt, wie dann so ein Tentakel vielleicht bei Kate an der Wand entlang schlingelt, aber das hat mich jetzt so komplett rausgerissen. Ich versuche so ein bisschen meinen Penis abzuklemmen zwischen beide Beine, dass er vielleicht ein bisschen kleiner wird und wird dann so ein bisschen aufgeregt zu Blake gucken. Nochmal ein, zwei Screenshots machen, gucken nicht, dass jetzt der Computer abstürzt. Blake, komm mal rüber! Ich hab was gefunden! Ja, was denn? Schiche. Also, guckst du dir denn an? Also, ich war gerade am Recherchieren, Twitter und bin dann so ein bisschen von der Arbeit abgekommen. Guck mal, kennst du die? Im Gesicht? Blake, was du da siehst, ist definitiv nicht auf Twitter, sondern definitiv auf Pornhub. Und es ist irgendwie so ein MILF-Porno. Und die Frau sieht so ein bisschen aus als, ja, dieses maschinenhaft robotische Gesicht von Melania Trump, aber halt offensichtlich ein Fake. Das ist doch unsere Kollegin. Alter, soziale Netzwerke ist hier schön und gut, aber Pornhub? Ja, ich hab doch gesagt, ich habe mich ein bisschen verirrt, hier und da ein bisschen rumgeklickt und dann, Aber das ist die Alte vom Chef. Nein, die sieht doch genauso aus wie die Freundin von Kate hier. Ach, das ist hier so ein Fake-Porn. Gibt's auch mit Hillary, kannst du auch mal eingeben. Blake, du bist ja nicht sicher, ob er dich verarscht hat oder was das jetzt soll, aber es hat überhaupt nichts mit Danielle zu tun. Ja. Die ist ja mindestens doppelt so alt. Mann, hast du dir Danielle mal angeguckt? Ja, Mann, also die ist doch, also eigentlich so graues Mäuschen finde ich gar nicht mal so, aber... Was, die hat's bestimmt faustdick? Genau in dem Moment öffnet sich die Tür zu eurem Apartment und Danielle kommt rein. Definitiv nicht im Nachthemd, sondern in demselben Zweiteiler-Kostüm, das sie den ganzen Tag anhatte. Ja, ich schmeiß sowas von dem Laptop zu, hau mir den vielleicht noch voll auf den kleinen Finger, fängt dann auch an zu bluten. Oh! Hey Danielle, hey! Scheiße! Na, wie geht's? Laufen runter. Sie, ich muss schnell weg. Und dann humpel ich so ein bisschen mit immer noch Penis eingeklemmt zwischen den Beinen, so hüpfend springend dann raus aus dem dunklen Zimmer und dann erstmal ins Badezimmer oder so. Danielle wirft dir so einen komischen Blick zu. Blake ist so ein bisschen irritiert über ihn und alles okay mit dem? Ja, es heißt ja einsamer IT-Nerd. Und ich zwinge ihr so zu. Recherche in sozialen Netzwerken. Ich glaube, ich gehe dann mal ins Bett und lass euch Jungs Sachen machen. Es scheint ja alles so ein bisschen unangenehm zu sein. Wo ist Kate? Kate liegt bei uns im Raum, ne? Ja, in ihrem... Ein leises Schluchzen von ihr. Ja, also ich zeig auf Kate so... mit dem Kopf
und sag, die Lichter, aber hey Kate, was ist denn los? Danielle geht dann langsam zu Kate rüber und berührt dich so ein bisschen vorsichtig an der Schulter. Ich Kate, zieh die Schulter sofort weg. Kate, was ist denn los? Komm, lass uns ins Bett gehen. Die Jungs sind irgendwie komisch. Ja, du hast recht. Also ihr habt abgetrennt von eurem Arbeitsraum ein Jungs-Schlafzimmer und ein Mädels-Schlafzimmer. Wobei das Schlafzimmer von den Mädels das eigentliche Schlafzimmer der Wohnung ist und tatsächlich ein richtiges Bett hat, im Gegensatz zu den Pritschen, auf denen die Jungs schlafen müssen. Ich würde mit Daniel rübergehen und mich einfach nur noch aufs Bett werfen und wahrscheinlich gar nicht mehr bewegen. Alles in Ordnung mit dir? Nur eine Panikattacke, nicht mehr. Ich brauche einfach nur Ruhe. Du hast wahrscheinlich zu wenig geschlafen. Das tut mir leid, das liegt bestimmt an meinem Schlafwandeln. Nee, mit dir hat das nichts zu tun, keine Sorge. Okay. Aber alles in Ordnung mit dir? Morgen früh wird wieder alles gut sein. Okay, gut, okay. Ich lass dich dann mal schlafen. Schlaf gut. Ihr geht alle irgendwann zu Bett. Kate, die Nacht ist unruhig wie immer. Du machst kaum ein Auge zu. Wegen der komischen Begegnung mit Eric Trump? Oder vielleicht, weil Danielle wieder mitten in der Nacht aufsteht und an der Tür am Türknauf rüttelt und versucht rauszukommen. Du hast offensichtlich hinter dir abgeschlossen und das scheint sie ein bisschen aus ihrer Routine rauszubringen. Irgendwann rüttelt sie und hämmert mit der Faust gegen die Tür. Nachdem es ein paar Minuten andauert, würde ich aufstehen und ohne sie zu berühren, die Tür aufzuschließen, einfach um meine Ruhe zu haben. Ja, du lässt sie einfach raus. Du lässt sie einfach raus und sie geht ihrer Wege. Ich die Tür hinter ihr wieder, mache aber sicher, dass ich nicht abgeschlossen habe. Leg mich dann wieder hin.